Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge hier Angus und Hank wiedergefunden gehabt, müssen jetzt mit Bill reden. Gehen da nochmal hin und müssen auch irgendwie einen Weg finden, Malcolm zu finden, wie er mit einem Lurker runtergestürzt ist in so eine Klippe. Klippenspalt. Felsspalt. Es fängt jetzt auch schön an zu regnen. Wir haben jetzt hier aber einiges an Quests. Er hat auf die falschen Leute gehört. So. Das ist eine schlimme Sache. Matt. Hatten wir mit Matt schon Geräte gehabt? Das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, mit Matt hatten wir schon geredet gehabt. Er weiß ja nicht mal, wie er. So, da ist Bill. So, Bill, ich habe hier was. Ich habe deine Freunde gefunden. Ich habe deine Freunde gefunden. Und? Wo sind sie? Sie sind tot. Das waren diese verfluchten Banditen. Möglich. Diese verfluchten Mistkerle. Der Teufel soll sie holen. Ich wüsste zu gerne den Namen des Kerls, der das getan hat. Wahrscheinlich Raven. Da kann ich beim Sägen helfen. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon. Okay, ich kann ihnen immer noch nicht helfen. Finde ich aber auch gut. So, kann ich irgendwo pennen gehen? Ich sehe hier gar nichts. Das ist doch schon lange bekannt. So, ich würde hier gerne mal bis zum Morgen schlafen. Ich hab für sowas keine Zeit. So, dann haben wir wieder volle Gesundheit. Man weiß gar und dann nicht mehr, würde ich den Mörder von Angus und Hank. Bill war völlig fertig, als ich ihm von Angus und Hank Tod unterrichtet habe. Er will den Namen des Mörders. Wie finden wir den heraus? Ja, wir werden das doch irgendwie herausfinden. So, jetzt ist es aber wichtig, dass wir hier vielleicht einmal in den Canyon gehen. Wo die ganzen, Razor sein sollen. Die uns fertig machen können. Ich hoffe, die sind nicht in der Lage, uns fertig zu machen. Sondern, dass wir in der Lage sind, die fertig zu machen. Aber das finde ich jetzt krass. Hier so ein bisschen jetzt Wüste eher. So wirklich so... Oh, Sumpfratten. Eine Wüstenratte. So, gib noch mal ein bisschen Fleisch, nice. Okay, das scheint schon mal riesig zu sein hier. Da sehe ich schon einen Razor. Okay, so riesig ist das hier unten zumindest nicht. Ich glaube, da oben vielleicht, aber da vorne gab es ja auch noch was. Eine Höhle. Womit denn? Ich glaube, es hat schon was mit dem Sockel zu tun. Wir brauchen irgendwas für den Sockel.
Nur was brauchen wir dafür? Können wir da hoch? Das sieht so aus, als könnte man da hin. Okay, hier oben gibt es auch nichts. Noch mehr Razor. Ich müsste einmal speichern, um zu schauen, ob wir gegen die ankommen. So, ich speichere einmal. Komm hier. Und dann würde ich gegen den da antreten wollen. Obwohl, ja. Könnten wir hinkriegen. Könnte funktionieren. Eine Pfanne. Gebratenes Fleisch. Kohle. Spruchrolle. Noch mehr Kohle. Okay, Razor kriegen wir hin. Was gibt's denn hier? Ich habe was gehört, konnte es aber nicht sehen. Ach so. Ja, okay. Gegen Mindcrawler habe ich... Da ist nichts zu holen. Gegen Mindcrawler... Muss man eben auf den Bildschirm gucken. Da schon der nächste. Komm. Nichts zu holen. Okay, hier haben wir erste Ausgrabung. Womit denn? Nein, wir haben keine Spitzhacke. Machen wir mal so. Oh, das ist jetzt doof, dass ich keine Spitzhacke habe. Ich hoffe, wir finden hier noch eine irgendwo. Richtstab. Keine Ahnung, wer das hier sein soll. Aber der hat einen Lederbeutel hier gelassen. Olafs Beutel. Wo ist denn das Lederbeutel hin? Von ihm? Da. So, hier gibt es auch noch mal ein bisschen was. Ist jetzt doof, dass ich keine Spitzhacke habe. Ich speichere trotzdem einmal auf die drei jetzt. Wieso kommen jetzt alle auf einmal? Achso, das nur Beißer. Okay, die hören sich an wie Hunde. So, hier
hier haben wir noch einen. Komm, den. Wie weit haben die mich sehen können? Jetzt ernsthaft. Hä? Ne, jetzt ernsthaft, wie weit können die mich sehen? Immerhin komme ich hier gegen alle an. Einzige, was ich jetzt brauche, ist eigentlich eine bessere Rüstung und ein besseres Schwert. Stärke müsste ich auch nochmal ein bisschen erhöhen. Ich finde das krass, wie weit die einen hier sehen können. So, wie sieht es jetzt mit den Wölfen aus? Können die mich auch genauso weit sehen? Oder den Maurets? Ah, ne, sind nur Wüstenratten. Gibt es hier sonst noch was? Heilpflanze. Und Heilkraut und noch ein Trank. War das. Und noch eine Heilpflanze. So, die Wölfe. Das sind auf jeden Fall alles Punkte, die ich mitnehmen kann und will. Der hat am längsten durchgehalten. Ich glaube, das war der Chef von den Wölfen. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, da hinten sind Blutfliegen. Nee, da sind diese. Da sind Orks. So. Die Bären nehmen wir auch noch mit. Okay, hier gibt es wieder nichts. Sind wir denn stark genug gegen die Orks? Gibt es hier irgendwo eine Spitzhacke? Ich hätte gerne eine Spitzhacke jetzt, ernsthaft. Irgendwer muss hier doch eine Spitzhacke haben, oder? So, ich gehe erstmal dahin. Mach die Heuschrecken kaputt. So, und die Pflanzen nehmen wir auch mit. Davon ist ein Orklager, glaube ich.
Hier sind überall Tränke. Das finde ich heftig. Wieso sind hier eigentlich überall Tränke? Okay, der will hier hoch. Der will zu mir, der hat mich irgendwie gesehen. Ja, komm. Alter, die Musik. So, Fisch. So, ah, den kann ich immer noch looten, okay. Ist das alles voller Beißer, oder? Oder auch voll mit Orks? Wie ist der denn gesprungen? Der ist geflogen? Okay, das ist alles voller Orks. Da gehe ich erstmal nicht hin. Dann gehen wir mal dahin weiter hoch. Weil gegen die Orks anzutreten, sagen wir mal so, traue ich mich aktuell noch nicht so richtig. Warte. Ja. Ah, nice. Immer ein Stufenaufstieg. Das speichere ich. Hier auch die 5. Da ist ein Höllenhund. Ich weiß jetzt nicht, ob wir gegen den ankommen. Blutwund. Okay, gegen den kommen wir an. Das sieht so aus, als könnte man das hochklettern. Ich würde das gerne versuchen. Okay, noch ein Blutwund. Da ist schon der nächste Bluthund. Okay, gegen Bluthunde kommen wir gut an. Es sind halt nur die Drachensnapper, die schwer sind, und die Orks. Ja, aber das sieht wirklich so aus, als könnte man das hochklettern. Ich würde das wohl später mal versuchen. Um zu gucken, wie weit wir da hochkommen. Okay, hier. Warte, da. Doch, da gibt's was. Eine Feuernessel. Die hat sich gelohnt. So, und jetzt einmal hier reingucken. Bestimmt wieder ein Minecrawler drin, oder? Ich würde vielleicht einmal speichern auf die 6 jetzt.
Also, hier ist noch nichts, okay. Nur halt ein bisschen Loot. Und eine Truhe. Na komm. Ja, jetzt haben wir's. So. Hier ist nichts. Was gibt's denn hier? Minecrawler. Ja, komm. Und den. Und. Wo ist meine Fackel? Da vorne ist sie. Und wir haben immer noch keine Spitzhacke. Warte mal, was leuchtet? Degen, Rune, Spruchrolle, warum leuchtet der blau? Warum leuchtet der blau? Ich würde es gern wissen. Womit denn? Ich brauche eine Spitzhacke. Aber okay, wenigstens haben wir hier auch schon mal wieder leer geräumt. So, und das weg. Ey, aber das mit der Ego-Perspektive feiere ich gerade. Dass man hier eine Ego-Perspektive haben kann. So, warte, bevor ich hier noch weiter hochkletter, ich speichere noch einmal auf die 7. Das sieht für mich wirklich so aus, als könnte man alles hier hoch. Jo. Nein. Okay. Ich lebe aber noch. Okay, war vielleicht keine gute Idee. Aber das sieht wirklich so aus, als könnte man das hoch. Ja, vielleicht irgendwann mit dem Marvin-Mode machen wir das. Hoppala, falsche Taste. Okay, so kommen wir nicht hoch. Ja, so kommen wir hoch. Hier schon der nächste wieder. Na toll. Noch ein Bluthund.
Komm. Find's nur doof, dass wirklich keine Spitzhacke da ist. Wir müssen das wahrscheinlich irgendwo kaufen, ne? Okay, sonst haben wir hier nichts. Ist hier noch was? Das sieht nach Ratten aus. Nach den Wüstenratten. Bergkristall. Heilpflanze. Ja, kommt her. Mach ich fertig. Okay, Ratten und Minecrawler. Hey! Wieso ging das gerade nicht? So, jetzt ist nur die Frage, Dunkelpilze kann ich so fressen, ohne dass die jetzt an Wert verlieren. Also, ohne dass ich den Wert wegschmeiße. Oder? Wir haben ja so viele. Ach, Dunkelpilze geben Mana-Bonus? Ach, krass. Kann ich noch fressen davon? So, und Butlerfleisch gibt 15 Leben. So, machen wir die Minecrawler erstmal fertig. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen, okay. Hier noch mehr Dunkelpilze und Butlerfleisch. Dachte, hier hätte irgendwas geglänzt. Okay, hier gibt es nichts, da oben aber. So viel Minecrawler, wirklich. Komm. So, das sieht aber aus, als wäre da irgendwo die Minecrawler-Königin irgendwo. Und als würde die da hausen. Oder die Viecher.
So, das nehmen wir aber auch wieder mit. So, das will ich auch auf jeden Fall mitnehmen. So, zu weit weg. So, jetzt. Okay, nice. So, dann würde ich hier ab der nächsten Folge weitermachen wollen. Die Frage ist nur, wohin gehen wir dann genau? Wir werden dann auf jeden Fall hier gleich im Sumpf. Aber vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!